Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu Castle Story. Ja, ich bin ja, ich habe schon mal so ein bisschen vorgestellt, wollte mal wieder ab und zu hier mal reinschauen. Ich bin auch überlegen, ob wir so eine neue Kategorie nochmal machen, so irgendwie mit dem Titel, habe ich gerade mal Bock drauf oder so. Was denn halt nicht so als Let's Play kommt, sondern so hin und wieder schmeiße ich da mal eine Folge raus, ohne festen Plan. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr einigermaßen wisst, worum es hier bei dem Spiel geht. Wir bauen uns hier halt so eine kleine Festung. Kann ich mal kurz anreißen. Hier diesen Kristall müssen wir auf jeden Fall schützen. Da werden immer so kleine Seen drin gespeichert. Vor allen Dingen auch die blauen Steine, die wir aus dem Bergwerk hier vorne holen. Die sammeln wir hier drin und wenn das Ding voll ist, dann können wir wieder, so wie jetzt zum Beispiel, jemand Neues bauen. Wir brauchen unbedingt nochmal einen Arbeiter. Okay, den weisen wir auch gleich mal zu. Jetzt müssen wir nochmal ein paar Türen bauen. Wir werden hier mal nachts angegriffen und die haben wir uns in der letzten Nacht hier zerstört. Ich habe vor, so eine kleine Festung zu bauen. Müssen wir mal gucken, wie wir uns dann hier noch ausbreiten. Was ich auch noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, hier diese Arbeiter haben natürlich auch alle Namen. Zum Beispiel hier dieser, wie heißt er? Quack. Und wenn ihr wollt, ich muss mal gucken, ob ich es hinkriege, kann ich denen auch eigenständige Namen geben, die dann per Zufall halt kommen. Und wenn jemand von euch da erwähnt werden möchte, schreibt es mal einen Kommentar und ich nehme den Namen da mal mit auf. Zumindest versuche ich das. So, die leuchten hier gelb, weil ich hier die Treppen wollte ich hier nochmal wegmachen. Mal gucken, wann er das macht. So, eine Tür haben wir hier schon drin. Ne, beide Türen. Okay. Was macht der jetzt hier? Hier habe ich ja einen zugewiesen. Der muss jetzt irgendwo gerade rumrennen. Hallo? Ach, der steht da drin. Der ist fertig. Okay. Das ist der Jojo. So, und der Jojo, der kann jetzt auch nicht mal hier beim Bauen helfen. Dafür nehmen wir mal den Memo. Der kommt jetzt mal hier. Das ist der Bogenschütze. Können wir noch einen? Ja, super. Sisi. Der geht mal mit in die Mine. Oh, wir werden angegriffen in 27 Sekunden. Das heißt, wir rufen unsere Arbeiter zurück. Eine sichere Burg. So, jetzt leuchtet nichts mehr im Kristall und wir können da jetzt erstmal nichts mehr machen. Hier mache ich nochmal den Schutt weg. So, dann gucken wir mal, von wo sie kommen. Oh ja. 7 Stück kommen. Und was die Jungs vorhaben, die wollen unseren Kristall hier zerstören, ne? Und deswegen wollen sie natürlich auch dann dementsprechend in die Burg kommen. Aber unsere Jungs machen das ja hier ganz gut. Der hat immer noch 9. Okay. Oh, ich hoffe, er hält hier. Der Jojo hält die Stellung. Aber es sieht gut aus. Super, mal jetzt an der Musik. Alles geschafft. Man könnte jetzt ja auch hier aufräumen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich mache hier mal wieder auf Entfernen und wir weisen mal wieder unsere Arbeit dazu. 2 wieder in die Mine. Dass ich alles so richtig mache, weiß ich nicht. Ich muss erstmal wieder reinkommen. So, die Treppen mache ich deswegen weg, weil ich wollte das hier ganz gern zumachen. Und zwar. Moment, ist der falsche Stein. Dann haben wir hier so eine Plattform. Das soll halt ein Turm werden. Da bauen sie gerade nicht weiter, weil sie hier anscheinend nicht
drauf kommen. Lässt man das mal vorübergehend eine Treppe bauen, ist ja auch doof. Da kann man das irgendwie anders. Nee, kann man nicht drumrum. Kann es natürlich so machen, dass die Treppe nur von hier. Wir machen das so, dass du von da begehbar ist irgendwie. Mal nochmal einen Stein. Mal die gleiche Höhe. Dann kommen sie da erstmal dran und dann machen wir hier, wenn sie das haben, eine Treppe dran. Und hier oben machen wir dann eine richtig schöne Plattform und haben dann den ersten Turm, weil wir jetzt hier kaum noch Steine haben. Ich glaube fast, wir müssten jetzt noch einen weiteren erstmal in die Mine schicken. So, jetzt zu dritt machen und einer baut. Da können sind wir dann zwei sich langweilen. Aber hier unser Kristall. Der singt auch immer so schön und macht nette Geräusche. Und ist immer noch ein Arbeiter mehr? Das wird immer entscheiden, ne? Brauche ich nur eine Wache oder einen Arbeiter? So, und der füllt jetzt erstmal noch mit auf. Wenn wir so einen Grundstein haben. Achso, was hier glaube ich neu ist. Wir können jetzt auch sagen, hier Nummer 1 für Kristalle. Dann brauchen wir die nicht in den Fässern sammeln. Das funktioniert jetzt auch. Ich bin gespannt. Habe ich jetzt noch nie gehabt. Früher war es halt so, man musste immer dann alles in die Fässer rein und braucht dann jede Menge Fässer. Oh, die sind hier noch leer. Aber jetzt kann man es halt auch dann hier drin sammeln. Ja, das hätte man auch besser machen können. Das ist natürlich ein ziemlich massives Ding hier, ne? Der Turm. Jetzt bauen sie das schon wieder nicht weiter. Na doch. Er macht das ja auch gerade alleine. Ja, der nächste Angriff in 5,45. Holz haben wir noch genug. So, wir könnten auch hier nochmal ein paar Lichter anbringen. Mal, da müssen wir. Ja. Falsch. Das war ja Holzfäller. Hier. So, dann könnten wir hier nochmal eine Lampe dran machen. Hier nochmal eine. Okay. Dann hier am Turm hätte ich gerne nochmal eine. Was macht er jetzt? Er überlegt. Achso, jetzt. Ja, statt er jetzt erstmal hier baut, ne? Jetzt. Super. Und jetzt? Was nu? Muss ich dem jetzt echt hier noch so einen Rahmen machen? Das ist ja wieder eine Steinverschwendung. Das ist ja doof. Da muss ich auch wieder alles abreißen. Du kannst auch so machen. Ich glaube, wir können ja den noch wegnehmen. Dementsprechend dann noch die hier. So. Und machen dann folgendes. Jo. Nehmen wir dann ein Loch. Aber das macht ja überhaupt nichts. Aber nichtsdestotrotz, er kommt ja da nicht dran. Doof. Tja, machen wir es mal so. Und dann müssen wir mal was einfallen lassen. Dann wieder wegzimmern. Bisschen umständlich das Ganze. Schon haben wir jetzt jede Menge, also können wir jetzt gleich nochmal jemanden nehmen, der gerade zurückläuft.
nochmal hier mit dazuweisen. So. Noch 3 Minuten. Die nächste Welle. So, und ich würde gerne hier noch eine zweite Wache hier drüben hinstellen, dass wir 2 und 2 vor der Tür haben. Der Nori. Das könnte euer Name sein. Wenn ihr so mal X überweist. Nee, natürlich nicht. Ich habe Tom diese auch noch nicht erstellt und ich habe es auch gerade erst gelesen, dass das funktionieren soll und muss mich mal irgendwie in den Untiefen der Dateien, muss ich mal gucken, wie das funktioniert. So, also geplant habe ich hier so, ne, 4 Türme, wie so eine richtig kleine Burg und dann mal gucken, ob wir dann auf Dauer hier noch einen neuen Platz suchen. Hier oben wäre auch noch was. Da kann man noch einen Turm machen oder so. Ja. So viele Möglichkeiten sind uns ja gar nicht hier gegeben. Und eine zweite Insel ist jetzt hier nicht in der Nähe, weil sonst könnte man nämlich eine Brücke rüberbauen auf die zweite Insel. So, hätte es hier schon keinen Platz mehr. Oder wie? Warum stockt er das so? Doch, er wollte einen Stein holen. Was ist mit dir jetzt los? Dann kommen die hier schon wieder nicht weiter. Ja, weil mit Steinen können die halt auch nicht so Stufen steigen. Das ist echt voll doof jetzt. So, hier noch ein. Voll verfranzt das Ding. Das muss ich ja halt demnächst mal besser planen. Mit der Wegfindung haben die halt noch so ein paar Probleme. Ist auch geil, ne? Wenn sie sich treffen, gibt der eine dem anderen die Steine und der macht dann hier weiter. Pass auf, jetzt nochmal. Zack. Da ist er nicht nochmal Hand in Hand arbeiten. Ja, jetzt kriegt er hier schon wieder ein Problem. Denken irgendwie nicht so mit. Oder? Mann, Mann. Tja. Hilft nix. Was so? So, die beiden Wachen stehen da. Dem sage ich so mal, du bleibst auf jeden Fall hier. So. Und ich renne auch immer ganz gerne den hinterher. Bei den Bogenschützen ist es manchmal ein bisschen doof, dass die ihre eigenen Leute abschießen. Noch 27 Sekunden. Ach. Ich rufe mal alle zurück. Die lassen noch alle stehen und liegen. Und nehmen die Beine in die Hand. Die hier oben dann vielleicht gleich schon mal weiterbauen könnten. Aber jetzt gucken wir erstmal, von wo die kommen. Oh. 21. Okay. Noch halten wir die Stellung. Die Türen sind alle dicht. Ach, von der Seite. Okay. Mist. Aber die kommen jetzt auch hier zur Tür. Ist gut. Links verteidigen auch, sind noch 3. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Der haut auf die Tür. Ja, super. Und jede Menge kleine Seelen fliegen zum Kristall. Das haben wir doch gerne. So, Jungs, aber nicht so lange ausholen. Ne? Weiter geht's. Zack, ich weiß gar nicht, ob man die als Gruppe auch auswählen kann. Bestimmt. So, die bauen gerade nicht weiter, weil sie sich mal wieder irgendwie... Ja, die kommen nicht oben dran. Okay, wir müssen jetzt ja eh langsam einen Aufgang machen. Aber ich glaube, wenn wir eh so weit rausgebaut haben, machen wir dann hier dicht und... Dann können wir auch hier einen großen Stein setzen. So. Eine Treppe.
Noch eine Treppe. Musik ist auch mal schön beruhigend. Und da es jetzt mit den Steinen so gut klappt, könnten wir auch mal einen hier abstellen, der sich mal um die Lichter kümmert, die ich noch geplant habe. Ist ja schon ein bisschen dunkel hier auf der Seite. Hier könnte, glaube ich, auch noch mal... Gibt auch noch mal eins hin. So. Und dann hier auf dem Weg in die Zombie-Mine. Da könnt ihr auch noch mal nicht gebrauchen. So. Damit man sieht, wer hier angelaufen kommt, packen wir da auch noch eins hin. Und dann auf der anderen Seite. Hier habe ich auch genau ein bisschen Beleuchtung. Zack. Zack. Und hier. Ja, wahrscheinlich wird das jetzt hier lassen. Ich muss mal sehen, wie das dann nachher aussieht. Vorerst planen wir das mal so. So, okay, jetzt können wir hier oben schon mal unseren Holzboden planen. Also, das sollte eigentlich... Geht das jetzt nicht, weil da jetzt... Doch, so geht's. Jetzt da drin irgendwas übersehen, was er da noch gerade reinbringen will? Mal. Nö. Was will er jetzt hier mit dem Stein? Das weiß er aber selber nicht. Komm, Junge, du sollst hier mal zurück. Der hat auch hier gerade ein paar Wegfindungsprobleme. Jetzt weiß ich den da nochmal zu. Tja, woran es jetzt gerade scheitert, ich weiß es nicht. Ach so, wir brauchen hier noch eine Treppe. Mein Fehler. Treppe. So. Will ich ihn jetzt hier wieder zuweisen? Ich würde vielleicht auch sagen, das war vielleicht hier noch die. Obwohl, ne, wir können hier. Oder direkt auf dem Turm? Nee, weil eigentlich steht der Bogenschütze ja hier da oben. Vielleicht machen wir noch so eine kleine Zinne drunten herum. Tja, was machst du jetzt mit dem Stein? Oh nein! Ja, ja, YouTube, ihr seht, wie wir dieses Problem lösen, dass wir den da rauskriegen. Komm raus. Doch, mach da. Okay. Komm hier mal runter. Du kommst auch mal runter und jetzt lass mal den blöden Stein fallen, weil den brauchen wir jetzt nicht. Chuck. Genau. Okay. Na, und hier machen wir dann so kleine. Ich guck nochmal so kleine. So. Ja, da kann ich jetzt keinen hinmachen. Kommt keiner drauf. Aber so sieht es dann noch ein bisschen nach Burg aus. YouTube, ich danke fürs Zusehen und wenn ihr Fragen zu dem Spiel habt, raus damit und wenn ihr einen Namen hier haben wollt, gebt den raus und ich versuche mal den hier mit einzubasteln, weil die nächste Folge kommt, ich habe keine Ahnung, das liegt auch so ein bisschen an euch, wie euer Feedback halt ist. Ne? Wenn ihr es gut findet, einfach mal einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar, freut mich auch immer sehr drüber und
dann geht das hier auch weiter. Ansonsten kommt es mal so sporadisch, wann ich mal gerade wieder Lust und Zeit drauf habe. Alles andere läuft natürlich fest weiter jede Woche. YouTube, macht's gut.